Ja, die U-Bahn, die läuft hier, die fährt hier. Ansonsten sind hier früher die Autos gefahren, wo ich jetzt hier bin. Aber das ist alles zu, weil eben hier gebaut wird. Man kann sagen, dass ungefähr ein Achtel aller Nürnberger entweder ja hier bei der Quelle gearbeitet hat oder damals Triumph Adler oder AEG oder was auch ein großer Arbeitgeber war damals, die Telekom. Die hatte hier in Nürnberg auch ihr Quartier, die Post. Und da haben es, also wie gesagt, bestimmt ein Achtel aller Nürnberger damals hier gearbeitet und haben da ihren Lebensunterhalt verdient. Aber das ist alles vorbei. Da kommt, jetzt fährt sie wieder ab. Das ist hier Haltestelle Eberhardshof. Und hier wird also kräftig gebaut.